Hallöchen und herzlich willkommen hier wieder zurück bei Minecraft mit dem Modi. Dem Chromex. Hallo. Ach, ja, du hättest ja auch mit dem Ingo-Viva. Ach so, mit der Diva. Genau. Und dem, ich glaube, Big Mana, ne? Hab ja, ich noch du nicht hast, gesagt. Ja, genau. Sehr schön. So, wir sind hier stehen geblieben bei Nacht. Und das fängt schon gut an bei denen. Ich hab auch auf die Fresse gekriegt. Hallo! Ihr sollt hallo! Hi! Alter. Hi! Guten Tag! Hallo! Servus! Hey! Hi! Grüezi! Moin! Hey. Herzlich willkommen hier bei IKEA! Ja, grüezi, mein Freund! Bayern-Fan, aber kennt kein Bayerisch oder was? Ich muss nochmal hergehen. Ach, da muss ich lang gehen. Boah, guck mal, wie viele hier sind! Hier sind überall Skelette! Und Creeper! Und ich muss ganz schön nach Hause. In welche Richtung ist denn die Diva jetzt wieder abgedampft? Diva ist hier die Richtung, über den Hügel da. Okay, danke. Tschüss, bis später. Tschüss. Ciao. Deine Antenne. Tschüss. Wollen wir uns nicht mal langsam mal hinlegen, dass es mal ein bisschen Tag wird? Ja, er hat doch kein Bett, der kleine Chromex. Ich hab kein Bett. Oh. Boah, dann gebe ich den Chromex mal ein bisschen Wolle. Ja, hättest du zu mir zurückkommen können, weil ich hab 9-mal weiße Wolle und 3-mal schwarze Wolle. Oh, ich hab viel, viel mehr Wolle. Oh. Nee, ich geh zu Diva kuscheln. Sorry. Aber das Problem ist, Mordi braucht für seinen Beauty-Kanal doch extra Wolle. Ja, nee, ist klar. Das würde ich mir so gut vorstellen. Mordi als Beauty-Experte. Ach du Kacke. Ja, du hier. Wem willst du alles kotzen sehen? Chromex, genau, geradeaus, lauf, geradeaus. Wo dein Haus ist, das kann man ja gar nicht übersehen. Ja, das ist richtig so. Das soll ja auch so sein, das soll ein Anhaltspunkt sein. Darum mache ich auch gerne auf Hügeln immer Häuser bauen, weil ich hasse das, wenn ich dann selber nicht mehr weiß, wo ich war oder bin. Scheiße. So, wollen wir mal kurz gucken. Weiße Wolle, so, dann brauche ich noch Holz. Ich und dann setze ich mal hier ein Bettchen. Darf ich die erste Nacht dann bei dir übernachten? Ja, okay. Aber ich setze dann. Ah, jetzt habe ich gar keine Kohle mit. Ah, oh, jetzt bin ich im Rumpf gestorben. Oh, ernsthaft. Nein, im Dieter! Genau, komm mal hoch. Und dann gehst du. Das ist nicht der Vollmond? Irgendwann merkt ihr, wir waren. Es wird hell. Oh ne, ich kann es jetzt ja selber wieder zurechnen. Okay, Bettchen mitnehmen. Jo, bitte. Oh. Danke, tschüss. Verpiss dich, du! Ich wollte gerade sagen, danke für die Gastfreundschaft, aber weißt du, fick dich einfach. Nein, das ist immer der Klaus Kinski, der mich durchbedringt. So wie bei Jekyll und Hyde. Außer ihr wisst natürlich jetzt nicht, wer Klaus Kinski ist. Dann natürlich mal googeln für alle die Jüngeren da draußen. Er ist auf jeden Fall schon tot. Willst du mich eigentlich verarschen? Ich bin auch so ein bisschen auf dem Schlauch, aber es kann sein, dass ich einfach weil wegen Arbeit und so. Weil wegen Baum. Warte, boah, Piss. Ist das warm. Was ah! Denn? Ein Piss-Skelette mit 2 Schlingen. Weggemacht, alter Bitch. Alter Biatch? Ja, Mordi, weißt du, was der Witz ist? Nö. Muss mir einen anderen Platz suchen. Ich kann dein Haus von mir aus direkt sehen. Das ist nicht gut. Da, wo ich bauen will. Voll. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Voll. Waffel. What the fuck? Kann super. Da vorne ist ein Berg. Oh ein Berg Gott, im Beschlag. Roffel. Roffel. Lol. Geht's oder ist schon mal geworden? HDL. So, von hier aus kann ich Mordis Haus nicht sehen. Okay, Gott, jetzt baue ich hier. Was? Hä? Nein, da kann ich irgendwo Haus sehen. Oh Mann. Oh Scheiße. Ich könnte doch gerade so abreiern, ey. Hä? Wer hat auf mich denn dann geschossen? Ich weiß nicht, ich bin voll weg. Ich weiß auch nicht. Du bist voll weg? Hallo, wer hat auf mich geschossen? Ich weiß nicht. Ich kann es auch nicht gewesen sein, weil ich bin ja am Bauen. Ja. Irgendeiner war das, weil die ist überhaupt kein Skelett. Ich bin die ganze Zeit bei mir am Bauen. Ja. Wirklich? Ja, Chromex bestimmt, der Homo, ey.
Hallo, ich meine, ich sehe zwar dein Haus von dir, aber ich stehe gerade auf der anderen Seite des Flusses. Ich bin hier gerade bei mir in der Mine die ganze Zeit. Wenn du mich jetzt hier trollen möchtest, ne, dann... Du kannst das dann hier als Videobeweis sehen bei mir, ich war's definitiv nicht. Ich auch nicht. Chromex das. Ja, genau, er hat nämlich keinen Videobeweis. Ja, ich bin mal wieder schuld und da ihr mein Inventar eingesammelt habt, wisst ihr, dass ich noch immer einen Bogen hab. Ja, aber vielleicht hat er sich einfach ein Skelett gerade gesnackt. Ja, warum bin ich denn? Das war Börje. Der wird ja schon anders. Ja, du machst das. Ohne Spaß. Ja, weißt du, ich soll es wieder gewesen sein, ne? Immer auf den kleinen dicken Comics. Fickt euch. Das war Börje. Weißt du, Mann, du bist echt ein Arsch geworden. Immer auf mich drauf. Ohne Spaß, weil ich dachte mir schon die ganze Zeit, Alter, warum zack fliege ich auf einmal weg hier? Der Pimmelmann hat sich jetzt verabschiedet. Ich war die ganze Zeit bei mir in der Mine, das war Comex. Ja, du bist so ein Pimmel, ey. Weißt du, Comex gerade die erste Aufnahme hier. Und sofort machst du so einen Scheiß schon, ey. Ja, tut mir leid. Ich hab mich einfach nicht unter Kontrolle. Da, zack! Alter, was? Da oben ist es. Ja, ihr kleiner Mistkäfer, ey. Alter, ich bin beschossen. Hallo, ich verpasse die ganze Party. Alter, du bist so ein Arsch. Hab ich dich getroffen nochmal? Nee, einmal hast du mich nur getroffen. Ah, schade. Und der andere ist weggeflogen, neben dir geflogen. Ja, das sah aber geil aus, ey, wie Legolas so. Dann kam der Pfeil so, zack. Hammer geil gemacht. Das muss ich zugeben, das hast du, ja. Ich weiß, ich bin auch geil. Da oben bist du immer noch da oben, oder? Ich bin nicht mehr da, ne. Nee, doch nicht, nee, bist du nicht mehr. Alter, hab ich mich erschreckt. Ich denk so, fuck, Skelett. Nicht so hektisch irgendwie. Ruhig dich, Junge. Also ich würde ja ganz andere Sachen jetzt an deiner Stelle mit ihm machen, ne? Also so, bam, aufs Maul und so. Aber er gewinnt sowieso, das ist das Problem. Der ist einfach zu gut, das muss man wirklich sagen. Der ist einfach viel, viel zu gut. In Minecraft. Oh, ich hab Kürbisse gefunden. Ich kann jetzt meine eigene Kürbiszucht auch mal. Also landwirtschaftlich habe ich jetzt erstmal alles gefunden, wo fast. Hier nur noch Melonen und Kakao und so. Heißt der Melonen? Nicht wundern, ich habe einen Shader Melonen. Aus bei mir jetzt im Moment. Wir realisieren das noch nicht mal. Ich fand das schon mehr lesiert, aber es gibt keinen Kommentar mehr drauf. Melonen. Ja, was willst du jetzt? Du magst Melonen, schön. Bist jetzt irgendwie. Hast jetzt irgendwie. Hä? Was ist das denn? Der kleine Big Mana bitte an Kasse 3. Der kleine Big Mana bitte an Kasse 3. Er hat seine Eier vergessen. Ich glaube, du hast die beim Kochen abgeschnibbelt, ey. Aha. Er hat sich jetzt gerade übelst selber genisst. Nee, ich meinte bei dir. Ich hab meine ja noch. Gibt genug Leute, die es bestätigen können. Wer denn? Mama? Nee. Ich könnte jetzt ein paar Nummern geben. Der war auch mies. Problem ist, Chromex, wenn du jetzt was sagen würdest mit Mütter, meinst es aber nur zu Big Mana, dass das ja, Problem, ja, ich dann... weiß. Oh, das Geilste finde ich immer. Ey! Was soll das denn? Boah, Alter, du ein Arsch, ey! Und weißt du, was jetzt richtig episch kommen würde? Ein Spruch nach dem Motto: Ich fick deine Mutter, du hässlicher Hurensohn. Alter, du bist so ein Arsch, ey. Oh, was hast du denn für Probleme jetzt gerade hier, ey? Boah, Alter, was kaputt in deinem Brain? Boah, Börje, du bist so... Oh. Ingo, einfach ignorieren. Sieht das einfach gut? Ignorieren, fahr nachher vorbei, hau ihn auf die Fresse und dann ist gut. Sieht das gut aus? Sieht das gut aus? Dein läuft da, guck mal, da hinten läuft der kleine Spast, ey.
Hau es ihm nachher einfach was aufs Maul. Unnormal. Mach's doch mal bei Mordi oder so, ey. Wollen wir uns battlen, ne? Nee. Ich hab jetzt gar keine Zeit. Ich muss hier ein bisschen was bauen, ey. Du vernachlässigst das Ganze. Nein. Nein. Ich bin die ganze Zeit zu Gange, Alter. Mit dir selber zählt nicht. So ein Arsch, ey. Es tut mir wirklich leid. Na gut, aber muss man immer mit rechnen mit solchen kleinen Angriffen. Gerade von der schwulen Partei. Ist Pinky. Pinky und die Brain? Nee, nur Pinky. Brain. Ah, so. Nur was komisch ist, Chromex, woher weißt du das denn die ganze Zeit? Dass Boy sowas macht. Oder das merke ich an der Art, wie er sich verhält. Du denkst dran, dass wir uns mittlerweile alle lange genug kennen. Ja, aber das hätte ich jetzt nicht gedacht, ey. Und alleine schon, wie er die ganze Zeit behauptet hat, dass ich das gewesen bin. Nein, Erton, was weißt du gar nicht, was er gerade gemacht hat hier bei mir? Er hat ja mit Pfeilen auf mich geschossen. Ja, das hast du ja erzählt. Genau. Und hatte dann, ich war hier am Bauen und auf einmal gucke ich zu meinem Haus hoch und da kommt Wasser runter. Hat er schön oben Wasser gelegt. Alter, ich so, nein! Das war das, wo ich nochmal sagte, so, scheiße, was macht er denn jetzt, ey? Ach so, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ich hab gedacht, er hätte schon wieder weitergemacht mit einfach auf dich schießen die ganze Zeit. Nee, das nicht. Deswegen habe ich gesagt, hau ihm was aufs Maul, dann lernt er. Alter, ja, Ingmar, komm her. Nein! Das ist doch eh schon ein Diamantschwert, ey. Bringt sowieso nichts. Ich hab aus der Vergangenheit gelernt. Mach ich nicht nochmal, ey. Ich hab kein Diamantschwert. Ich hab ein Steinschwert. Wirklich? Oh, Cinderella, fuckt eure Schürzen wieder ein. Ich überleg schon, ob ich zu Chromex hingehe jetzt oder so. Ja, der hat doch noch nichts. Was willst du da jetzt großartig machen, ey? Ja, das zerstören, was er hat. Wir will zerstören nicht, ne? Warte mal, da gibt's so eine schöne Möglichkeit. Jetzt User was banned from the server. Korrekt, aber nicht im TS. Da lasse ich die Finger wollen. Ja, das ist verständlich. Das wäre nein, ich vergehe mich auch nicht an Mordi und Chromex, weil Mordi habe ich das gesagt, dass ich das nicht sofort mache bei ihm. Und Chromex, der tut mir einfach immer nur leid. Warum das denn? Mana? Du das kommt jetzt gerade rüber wie, Mana tut mir, Chromex tut mir immer leid, das ist für mich so ein kleines armes Würstchen. Mana? Ja. Mana? Ja. Spielt gerade ganz gewaltig mit dem Feuer. Ja, ich spiele Minecraft, merkst du doch hier. Aha, nee, du spielst nur im Feuer. Nö, ich hab kein Feuerzeug bei mir liegen. La Bomba! Ich könnte aber mal. Feuerzeugattacke, warte mal, was? Ich weiß noch, das Projekt hat eigentlich Harmonie gehießen früher. Ja. Hieß es mal und jetzt disst er mich die ganze Zeit. Weißt du, das ist aus Manas und meiner Feder entstanden und jetzt fährt er mir so über den Haufen, ey. Nein. Ich finde das ganz schön unkollegial von dir. Ja, ja. Nee, also Comics, ich mag dich. Einmal. Manchmal. So, da würde ich aber sagen! Muss ich jetzt Angst haben? Warte mal, was? Herr Woody. Hä? Interessant. Was? Lieber Herr Willoy. Ich hörte auf einmal nur im TS Channel Group changed. Ach, jetzt weiß ich, was er gemacht hat. Er hat mir den Channel Admin weggenommen. Ah, ja, ist mir egal. Ja gut. Gut, dann würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen bei dieser Folge und wir sehen uns dann morgen wieder. Bis denn, mit dem Modi. Genau, mit dem Modi. Big Mana. Ja, nee, ist klar, ihr kleinen Wichser, ne?
Was denn? Na gut, auf jeden Fall, Cormex ist da auch noch dabei gewesen und die Movie war auch noch dabei gewesen. Okay. Tschüss. Bis denn, tschüss. Ja, tschüss.